Viertes Kapitel. Hausarrest. Durch die Tür kam kein Monster wie erwartet, sondern ein wunderhübsches, junges, ungefähr 14-jähriges Mädchen. Es hatte braune Haare, eine schicke Jeans, ein cooles T-Shirt und coole Schuhe an. Es trug in der einen Hand eine quietschgrüne Tasche und in der anderen ein neues Handy. Sie telefonierte mit ihrer Freundin Emily und hieß Lena. Ihr Gespräch handelte vom Einkaufen. Lena sprach ins Telefon. Und dass die Leute sich so eine Mühe geben, diesen Quatsch zu verkaufen. Emily antwortete. Definitiv. Die können echt mal cooleres Zeug verkaufen. Darauf wollte Lena sagen. Alles, was man kaufen kann, ist besser als das. Aber sie hatte Angelika gesehen und sagte. Emily, ich rufe dich dann zurück. Dann legte sie auf und redete mit sich selber. Wieso haben mir Mom und Dad eine Polly Pocket gekauft? Ich bin 14. Sie nahm Angelika in die Hand. Theo und Tara schrien beide. Nein! Lena schaute sich verwundert um. Dann guckte sie hinter den Fernseher und sah Tara. Tara tat auch so, als wäre sie eine Polly. Dadurch packte Lena auch sie und rannte mit ihnen nach draußen zu ihren Eltern. Tara sagte zu Angelika, Oh mein Gott, da sind noch mehr von denen. Sei leise, sonst entdecken sie uns noch. Flüsterte Angelika zurück. Mom, Dad, wieso habt ihr mir 2 Polly Pockets gekauft? Ihr wisst, ich bin 14, sagte Lena zu ihren Eltern. Diese antworteten verwundert. Wir haben dir keine Pollys gekauft, Liebling. Doch, habt ihr. Hier sind sie, erwiderte Lena. Nein, haben wir nicht, erwiderten ihre Eltern. Doch, habt ihr. Und ich finde das echt nicht witzig, sagte Lena störrisch. Schatz, wenn du uns nicht glauben willst, dann eben nicht. Wir haben dir nichts gekauft. Doch. Nein. Doch, schrie Lena. Irgendwann reichte es Lenas Mutter und sie brüllte voller Wut. Lena, es reicht! Auf dein Zimmer, du hast Hausarrest! Lena sagte kein Wort mehr, sondern drehte sich um und ging schweigend wieder in ihr Zimmer zurück. Sie knallte die Tür hinter sich zu und schmiss sich auf ihr Bett. Eine Träne kullerte über ihre Wange. Sie wusste, dass sie ein bisschen zu weit für ihre Eltern gegangen war. Sie legte Tara und Angelika neben sich und redete mit ihnen, obwohl sie dachte, dass es nur Pollys wären. Wo habe ich euch bloß her? Wegen euch geht es mir jetzt doof. Ach, wenn ihr doch nur sprechen könntet, dann könntet ihr mir sagen, wieso ihr hier seid. Dann seufzte sie und ließ noch eine Träne laufen. Angelika hatte so ein Mitleid mit ihr, dass sie mit ihr reden wollte. Hätte Tara sie nicht daran gehindert, indem sie einen komischen Gesichtsausdruck machte und flüsterte, Angelika, nicht! Die beiden Mädchen hofften, dass Lena sie nicht gehört hatte. Doch ganz im Gegenteil. Lena schreckte auf und fragte misstrauisch, Wer ist da? Dann hockte sie sich wieder aufs Bett und schaute sich Angelika und Tara genau an. Theo hatte alles aus seinem Versteck in der Kiste mitgekriegt und gab, um seine Freundinnen zu retten, einen komischen Laut von sich, der ungefähr so klang wie ein Wolfsheulen. Lena rannte zur Kiste und öffnete sie. Theo tat auch so, als wäre er eine Polly. Während der Zeit, in der Lena die Kiste öffnete, wollten Tara und Angelika so schnell wie möglich die Flucht ergreifen. Doch als sie auf den Tisch vor dem Fenster stiegen, ging Lena zurück zum Bett, um Theo zu Tara und Angelika zu legen. Angelika und Tara hielten an und stellten sich wie 2 Figuren hin. Doch vergebens. Lena entdeckte sie und nahm sie an sich. Dann ging sie wieder zum Bett, legte die 3 Freunde auf ihr Kopfkissen und setzte sich vor sie. Die Mädchen taten immer noch so, als wären sie Pollys. Aber Theo stand auf und sagte zu ihnen, Ach komm, Schachmatt, wir sind aufgeflogen. Ihr könnt euch bewegen. Tara und Angelika standen auf und sagten zu Theo, Theo, spinnst du uns alle zu verraten? Was denn? Sie hat uns erwischt. Wir können ihr nichts mehr machen, erwiderte er. Ja, du hast recht. Wir können nicht mehr entkommen. Er kannte auch Angelika. Lena sagte total verstört, Oh mein Gott, ich glaube, ich werde verrückt. Sprechende Polly Pockets. Angelika erwiderte, Wir sind keine Polly Pockets. Aha, und was seid ihr dann? Fragte Lena. Theo antwortete, Naja, wir sind Strohmännchen. Also, wir waren Strohmännchen. Strohmännchen? Was sind Strohmännchen? Fragte Lena misstrauisch. Wir waren Männchen, die Strom machen. Doch was wir noch nicht wussten, war, dass wir unter einem riesigen, vergasten Ding wohnten. Antwortete Tara. Du meinst bestimmt ein Kraftwerk, ergänzte Lena. Ja, so ein Ding halt, sagte Tara. Darauf fragte Lena immer noch total ungläubig, Und warum seid ihr jetzt keine Strommännchen mehr? Dann erzählte Theo ihre Geschichte. Naja, wir waren schon jahrelang neugierig, wie es in der Außenwelt wo ist, und haben uns einen Trick überlegt, wie wir nach draußen kommen.
Als wir über so eine große Treppe bei uns nach oben geklettert waren, begegnete uns eine Maus, die mir 3 Kratzer verpasst hatte. Dann rannten wir durch ein Loch in der Wand raus und waren auf einer großen... Die 4 redeten weiter, bis ungefähr 19:30 Uhr, als Lenas Eltern dann plötzlich riefen: Abendbrot!